Ist der Catenaccio kreativ? Vor 20, nein, Catenaccio ist ein Schema. Era un sistema per ottenere quantomeno la Niederlage e giocare in contrattacco e vincere giocando in Conte. Denken Sie an das Napoleon-Feldzug bei den Russen, der dann in ein leeres Land lief, wo er zum Schluss vom Winter besiegt wird. Also es wäre vergleichbar mit dem italienischen Fußball, wenn man so will. Und daran ist er dann gescheitert. Dans l'histoire du football, la défense a toujours gagné contre l'attaque. Toujours. Et la différence entre le football italien et le football brésilien, c'est que quand les Brésiliens défendent, ils défendent à 4. Quand les Italiens défendent, ils défendent à 8. Donc c'est pas la même philosophie, c'est pas la même culture. Et mais ça fait toujours partie du football. La Grèce a été championne d'Europe en défendant correctement, en attaquant une deux fois, mais c'est une autre forme de football. Und jetzt links Luis Figo. Pauletta läuft die Position. Figo gegen zwei Mann. Im Sirtaki-Tanz mit Zagorakis und Eckball für Portugal. Grundsätzlich ist es einfach so, dass eine Mannschaft gewinnt. Und eine Mannschaft gewinnt nicht unbedingt nur, weil sie kreativ ist, sondern es gewinnt die Mannschaft, die effektiv ist. Und leider ist es nicht immer dasselbe. 57. Minute, erster Eckball Griechenland in diesem Finale. Basinas. Und da ist Angelos Charisteas. Griechenland führt mit 1:0.